Hallo, wir möchten euch heute unsere neue Solartasche vorstellen. Wir hatten damals bei Mon und Enrique gesehen, dass sie sich auch so eine gekauft haben und fanden die echt super. Nur für unsere Zwecke, weil wir ja so gut wie nie autark stehen. Wir stehen ja meistens auf Campingplätzen oder auf Stellplätzen, die Strom haben. Ja, und da war uns die Tasche dann doch etwas zu teuer. Dann haben wir nach einer Alternative geguckt, die wir eventuell kaufen wollten und sind dann auf diese Tasche gestoßen. Ja, von der Firma Dokio, das ist eine chinesische Firma. Ja. Jetzt höre ich schon überall, China. Billig und hast du nicht gesehen. Ja, ne? Genau. Ja. Wir haben die aber jetzt getestet zweimal und wir sind absolut zufrieden damit. Ja, und für unsere Zwecke ist das vollkommen ausreichend. Ja. Ich denke, wenn wir die einmal oder zweimal im Jahr gebrauchen, da reicht die hier vollkommen aus. Ja. Das ist also eine Solartasche von der Firma Dokio, also mit D, nicht mit T wie Tokio, sondern Dokio. Und die Solartasche hat 200 Watt. Und die haben wir wirklich zu einem Kampfpreis bekommen. Den Preis kann ich euch gerne sagen. Das waren 175 Euro. Dazu war ein Laderegler dabei gewesen. Ein PWM-Laderegler. Ich weiß, ist nicht so gut. Aber für die Zwecke reicht er vollkommen. Für also unsere Zwecke auf jeden Fall. Für unsere Zwecke auf jeden Fall. Für Leute, die jetzt wirklich immer autark stehen. Das müsst ihr selber testen, ob das für euch gut ist. Aber wie gesagt, wir stehen meistens auf Stellplätze oder Campingplätze mit Strom und wir brauchen es nicht so oft. Aber man kann ja doch mal in die Verlegenheit geraten, absolute dass man Notfälle. Irgendwo stehen muss und hat keinen Strom. Und dann sind wir dankbar, dass wir dann doch was gefunden haben. Und willst du die mal aufmachen? Ja, ich werde die jetzt mal aufmachen, dann können wir mal sehen. Die ist ziemlich groß, klar, 200 Watt. Das sind schon mehrere Tafeln. Anstatt drei sind es jetzt vier Tafeln. Ich glaube, bei Mon und Enrique waren das... Ich glaube, drei waren das. Ja. Müsste man gucken, weil ihr habt das ja auch vorne in die Windschutzscheibe gelegt. Das haben wir bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber das werden wir auch noch ausprobieren. Ja, probieren wir auch noch aus. Mhm. Ich werde die mal auspacken. So, das ist also jetzt die Tasche. Also ausgebreitet ist die doch schon ganz schön lang. Und ich glaube auch nicht, dass die in die hinter der Windschutzscheibe passt. Aber das werden wir noch ausprobieren gleich. Ja, dann müssten wir vielleicht eine wegklappen, ne? Ja. Sodass wir nur drei hinlegen. Ne? Ja. PWM-Laderegler, der hat noch zwei Buchsen, also zwei USB-Buchsen. Wenn man mal keinen Landstrom hat, da kann man wenigstens seine Handys direkt aufladen an diesen Buchsen. Haben wir auch schon gemacht, ausprobiert, funktioniert einwandfrei. So, wir haben das jetzt ausprobiert mit der Windschutzscheibe und es passen drei Tafeln. Ja, drei Tafeln passen rein. Keine vier, das ist zu groß. Aber ist eine Fummelsarbeit. Ja, würden wir also nicht unbedingt empfehlen. Nee, ist zu viel Aufwand. Ja, ne? Dann besser draußen hinstellen, ist viel, viel weniger Aufwand. Auf jeden Fall, ja. So, weitere Angaben Infos. Zu der Solartasche, Größe, wo wir gekauft haben, schreiben wir unten in die Infobox. Und ansonsten war es das wieder. Ja. Sollte euch das Video gefallen haben, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und abonnieren nicht vergessen. Ist kostenlos. Bis wie dann. Immer. Tschüss.